Wir bekommen zwei endgeile Upgrades, erfahren von Stromas trauriger Vater-Sohn-Geschichte und Baugustins nice im Laden. Also dann, ab zurück nach Capitabora. Ihr könnt das hier als Abkürzung benutzen. Ich schulde euch zwei was dafür, dass ihr das ganze Drama hier beendet habt. Oh, du hast die Rückkehrröhre erhalten. Sag bloß, die kann man überall verwenden, auch auf den anderen Inseln, um instant zum Schiff zurückzukehren. Das wäre wirklich geil. Bis jetzt war es noch einfach, aber da kommt noch einiges auf euch zu. Mit dieser Rückkehrröhre könnt ihr euch zu Inseln begeben, auf denen ein Connector fließt. Ach, das auch? Das ist ja mal praktisch. So kommen wir direkt zurück nach Capitabora. Dreimal dürft ihr raten, wer die gebaut hat. Kleiner Tipp, ich. Schließlich bin ich die Mutter von Baugustin und Fabrizia. Sowas ist ein Klacks für mich. Na los, probieren wir es aus. Nur ZR drücken und sie ist bereit. Passt gut auf euch auf, ihr zwei. Ja, geil. Aber ich hab's jetzt trotzdem nicht ganz verstanden. Komme ich damit nur zurück zum Schiff oder kann ich auch... Ah, beides. Okay, na, das ist ein Weh. Richtig geil. Yo, insane. Mario, Luigi. Ihr habt Schwankum gerettet. Ein Besucher von dort hat mir alles erzählt. Es mag nicht viel sein, aber bitte akzeptiert dieses kleine Zeichen meiner Dankbarkeit. Gib nur her. Als ob. So random? Du hast die paar Attacken roter Panzer und grüner Panzer erhalten. Du kannst nun die Wazipedie im Menü nutzen, um ein paar Attacken zu üben. Die habe ich am Strand gefunden. Vielleicht sind sie euch ja irgendwie von Nutzen. Als ob. Solche Panzer habe ich allerdings noch nie gesehen. Ob da noch irgendwas drinsteckt? Wer weiß, was in so einem Panzer stecken könnte. Freut mich, dass sie euch gefallen. Danke für alles. Yo, same, Digga. Du hast mir ein Riesen-Upgrade gegeben. Schon gehört, meine Lieben? Herr Marias Tochter soll bald nach Capitabora kommen. Bald ist gut. Seht doch mal dort. Ah, stimmt. Das hieß ja, dass die beiden uns auch Upgrades verpassen können. Oho, vielleicht ist Herr Mario auch hier? Mutter und Tochter wieder vereint unter einem Dach. Wäre das nicht schön? Ich finde schon. Nun, da liegst du leider weit daneben. Das werte Kind hat seine arme Mutter bisher noch nicht einmal besucht. Tatsächlich? Ach je, die gute Herr Mario kann allerdings auch manchmal recht furchteinflößend sein. Hat sie mit ihren Schimpfpiraten nicht sogar mal eine ganze Insel zum Schweigen gebracht? Wir wollen mal nicht übertreiben. Die Tratschtanten. Ah, es sind die werten Brüder mit Schnauzbärten. Ihr meint, ich soll mich trauen, mal bei Mutter vorbeizuschauen? Wegen mir hatte sie doch so viele Sorgen. Den Besuch verschiebe ich lieber mal auf morgen. Denn bei ihr ist der Grat zwischen Liebe und Zorn sehr schmal und das beunruhigt enorm. Ach, nur mal kurz vorbeizuschauen kann ja wohl nicht schaden. Bist du auf diesen Besuch so erpicht? Dann komm doch mit, sonst gehe ich nicht. Ich? Hab hier noch einen Haufen Arbeit zu erledigen. Aber du kannst eher ein lautes Hallo von mir ausrichten. Das war ja klar. So stehe ich nun da. Doch sei's drum, ich tu's, denn ihr habt ja recht. Sie nicht zu besuchen, das wäre auch schlecht. Auf nach Schwankum, ich bin bereit. Schaut ruhig vorbei, wenn ihr auch mal da seid. Ja, und er macht jetzt hier unsere Upgrades. Aber wir mussten uns ja entscheiden. Also irgendwie mache ich mir ja jetzt doch Sorgen um sie. Oh, ihr wollt nach Schwankum reisen und nach ihr sehen? Cool! Ihr seid echt die Besten! Was? Einfach neue Stiefel für was? Während du Inseln anbindest, erhältst du Missionen, um die Connectania zu unterstützen. Am Ende einer solchen Mission wirst du für deine Bemühungen sogar belohnt.
Das Getratsche der drei Damen könnte dir Hinweise zu verfügbaren Missionen liefern. Das ist ein Secret? Hin und wieder bitten die Bewohner Connectanias Mare Luigi um Hilfe. Sprich mit Personen, über deren Köpfen ein Symbol angezeigt wird, um die Mission zu starten. Durch das Absolvieren von Missionen kannst du dir nützliche Items verdienen und erfährst auch mehr über Land und Leute. Einige Missionen verfügen über ein Zeitlimit oder können ab einem gewissen Punkt in der Handlung nicht mehr erfüllt werden. Wer also nichts verpassen will, sollte lieber aufpassen. What? Sidequests, die man machen muss, bevor ein bestimmter Punkt in der Story überschritten wurde, sonst sind sie nicht mehr verfügbar? Hä? Also von so einem Schwachsinn habe ich ja noch nie gehört. Was ist das denn für eine dumme Designentscheidung? Symbole auf der Karte können dir Hinweise darauf geben, wie es um deinen Fortschritt bei Missionen bestellt ist. Ist dein Symbol nicht weiter gekennzeichnet, hast du die Mission noch nicht begonnen. Begib dich an den Ort des Symbols und sprich mit der Kontaktperson, die du dort vorfindest. Verfügt das Symbol über einen Pfeil, hast du die Mission dort bereits angenommen und findest im Logbuch weitere Infos dazu. Erfülle so viele Missionen wie möglich. Ein Häkchen an einem Symbol zeigt an, dass du mit einem Auftraggeber vor Ort sprechen solltest, um die Mission abzuschließen. Nur dann erhältst du auch deine Belohnung. Bei Missionen mit Zeitlimit ändert sich im Laufe der Zeit auch die Farbe der Symbole. Behalte sie im Blick, denn manche Missionen können durch Fortschreiten der Story ablaufen. BTF. Okay, wir sollten erstmal entscheiden, wohin Capitabora fahren soll. Ja, keine Ahnung. Ich weiß ja noch nicht mal, ob ich jetzt hier irgendwelche Missionen machen sollte. Wir haben eine Anfrage erhalten. Fabrizia möchte zu Hause vorbeischauen, befürchtet jedoch, dass Hamaria wütend sein könnte, weil sie ihr viele Sorgen bereitet hat. Ach nee, das haben wir, oder? Ist das nicht... Haben wir das jetzt erledigt oder nicht? Ich meine, hier steht in Arbeit. Aber ich habe doch die Stiefel bekommen vorhin, oder bin ich lost? Nein, habe ich nicht. Da hell? Muss ich jetzt noch schwank kommen und mit ihr reden, oder was? So, da wären wir bei Mamarias Haus. Wenn ich das alles richtig verstanden habe, dann muss ich mir einfach nur meine Belohnung abholen. Ich hab dir sicherlich Sorgen bereitet, doch dich damit hoffentlich nicht zum Zorn verleitet. Was redest du denn da? Ich bin bloß froh, dass es dir gut geht. Sag bloß, du hast gedacht, ich wäre wütend. Bist du deshalb nicht vorbeigekommen? Ich muss gestehen, das könnte man so sehen. Was tut ihr denn hier? Kamt ihr extra wegen mir? Wem ich doch alles Sorgen bereit? Nun auch noch euch, es tut mir leid. Doch ruhig Blut, ich mach's wieder gut. Bin gespannt. Ihr wolltet sehen, wie's um mich bestellt. Zum Dank nehme dies, ich hoffe es gefällt. Hey, Moment mal. Du hängst doch so an diesem Ding. Ein Werkzeug ist zum Nutzen da. Und wer lehrte mich das? Na du, Mama. Aus diesem Grund kriegt ihr dies nun. Hier wird's doch nur rumliegen tun. Okay. Top. Und apropos Top, auch wenn ich jetzt nicht der größte Fan von so Gedichten und so bin, das ist schon ziemlich gut übersetzt worden, beziehungsweise wahrscheinlich auch nicht wenig von alleine interpretiert. Ach krass. Hier sind sogar nochmal Stiefel drinne. Also die Picknickstiefel müssten ja auf jeden Fall die besten sein, die wir aktuell haben. Ja, die bekommt Mario. Und Luigi. Der läuft noch mit Billigstiefeln rum. Uiuiuiui. Gut, dann wird hier gleich mal geupgradet auf Mäßigstiefel. Sehr geil. Aber wir haben jetzt auch einen neuen Auftrag bekommen, oder was? Zwei sogar. Und einer von denen ist auch hier in Schwankungen. Oh, gar nicht mal weit entfernt. Weil was ich ziemlich gut finde, ist, dass man halt auf der Map auch sieht, wo diese Sidequests sind. Allerdings musste ich jetzt auch nicht wenig hierher laufen. Es gibt keinen weiteren Shortcut. Das ist ein bisschen doof. So gut wie Baugustin kriege ich das einfach nicht hin. Baugustin ist mein Held. Obwohl er als Kind total ungeschickt war, hat er es jetzt voll drauf. Ich bin auch ungeschickt, aber wenn ich weiter trainiere, werde ich auch mal wie Baugustin. Wenn mir nur endlich mal jemand beibringen würde, wie man einen Hammer richtig verwendet. Krieg ich hin, wenn du mir die Herzbohne gibst. Also los.
Was? Ihr wollt mich das Hämmern lernen? Ja, aber mit den Gegenständen, ne? Nicht, dass du es jetzt anders verstehst. Nochmal. Ha, nochmal. Hä, nochmal. Ja, nochmal. 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 Na los, weiter. Jetzt auch der Grüne mal. Huhu. Nochmal. Oh, nochmal. Ah. Oh, das reicht, glaube ich. Ich bin nicht sicher, ob wir ihm das jetzt wirklich mit den Geräten gelehrt haben oder doch die andere Variante. Was zum Teufel war das denn jetzt hier? Hoch über den Kopf und dann schwingen. Ich hab's kapiert. Aufs Schwingen kommt's an. Danke. Und ein kleines Dankeschön gibt's auch. Yippie, jetzt hau ich richtig auf die Kakteen. Was für ein Freak. Okay, Guys, wir müssen da hinten noch ein Secret holen, also let's go. Ach stimmt, zwei sogar. Hier sind noch Kisten. Aber mir ging es jetzt eher um die Leuchtblumen, die hier unten ja, nachdem wir da die Story-Geschichten durch haben, leuchten. Chillig. Was ist ein Knomberkorn? Ein neues Item. Die Saat eines Knombers. Wer weiß, wofür die noch gut ist. What? Warum kriege ich jetzt Krog-Samen-Wipes? Bitte nicht. Einmal eine Nuss und nochmal Geld oder wie? Ist das alles? Ja, das ist ja voll unnötig, ey. Hä? Jetzt haben die neuen Paar Attacken roter Panzer und grüner Panzer ihren ersten Auftritt. Paar-Attacken. Wähle Paar-Attacke, um Mario und Luigi gemeinsam einen speziellen sowie äußerst mächtigen Angriff ausführen zu lassen. Bei einem solchen Angriff werden in Folge mehrere Knöpfe eingeblendet, die du drücken musst. Gelingt dir das, fügst du deinem Gegner gewaltigen Schaden zu. Während deiner Abenteuerreise wirst du noch weitere Paar-Attacken entdecken. Paar-Attacken machen es dir leichter, Gegner auf einen Schlag zu vernichten. Sie sind also nicht nur in Bosskämpfen von großem Nutzen. Für jede Paar-Attacke werden BP benötigt. Hast du nicht genügend BP, kannst du sie mit Hilfe von Sirup auffüllen. Du kannst Paar-Attacken üben, indem du im Menü unter Tipps und Optionen den entsprechenden Abschnitt der Wazipedie auswählst. Aber ist nicht immer möglich. Hä? Was? Warum? Okay. Ja, ihr seht, ich bin schon auf der nächsten Insel und wollte da auch die Sidequest machen. Bin in den Kampf geraten und jetzt werde ich, glaube ich, gezwungen, das einzusetzen. Also machen wir es mal. Ich hab's nicht geübt vorher. Weiß also nicht, ob's gelingt. Oha. Oh, man muss schon schnell drücken. Aber es hat funktioniert und der Damage ist insane. Yeah. Ultra nice. Aber ich glaube, das sind auch keine Gegner mehr für uns, oder? Ist ja jetzt schon eine Weile her, als wir hier rumgeburgt sind. Na, andererseits? Mit einem Hit sind sie tatsächlich noch nicht down. Das spricht jetzt aber auch nicht gerade für unseren Skill. Vielleicht ganz gut, wenn ich hier noch ein bisschen gegen die Gegner kämpfe. Wir können mehr Erfahrung gebrauchen! Aber jetzt auf zur nächsten Sidequest. Da oben wurde ein Riff gesichtet, wurde mir gerade eingeblendet. Hat nicht mal so ein Girl aus Schwankum da relativ viel über Riffe erzählt? Egal, dazu kommen wir später. Was ist hier los? Durchhalten! Ein Sturz von da oben kann böse ausgehen. Wenn ihm nicht bald jemand hilft. Zur Hilfe, zur Hilfe.
Hilfe! Waren wir da oben nicht schon mal? Ja doch, ne? Das kennen wir doch. Haben wir wohl mit unserer Erkundung hier was vorweggegriffen. Allerdings hat das Spiel damals ja auch gesagt, wir sollen backtracken. Ich hab nur gemacht, was das Spiel gesagt hat, ne? Okay, haben wir jetzt weniger Arbeit. Können einfach rüberjumpen und ihm helfen. Ja. Durch magisches Atmen, oder was? Oh, tut mir leid. Ich hatte einen Albtraum, in dem ich am Abgrund meines Lebens stand. Kenn ich. Was macht ihr denn alle da unten? Was? Oh je, was habe ich nur angerichtet? Ihr alle, ey, es tut mir leid, ich wollte niemanden hier reinbereiten, ne? Mir geht's gut, hab nur geschlafen, wirklich alles in Ordnung soweit. Ach, nur ein Nickerchen? Viel Lärm um gar nichts. Boah, als ob. Aber gut, dass es ihm gut geht. Das ist schon ein bisschen unangenehm, ne? Kaum zu glauben, dass ich eigentlich eine große Nummer bin. Oder mal eine war. Früher habe ich in der Großstadt gearbeitet. Wenn ich durchs Büro ging, hörte ich überall, guten Tag, großer Boss. Und Sie sind der Größte, großer Boss. Doch eines Tages, ich stand wie immer auf und wollte mich auf den Weg ins Büro machen. Da war Connectania zerbrochen und ich kam nicht mehr in die Großstadt zu meinem Job. Ja, also ich kann mir Schlimmeres vorstellen. Na und der nächste Schicksalsschlag folgte auf dem Fuße. Bald war ich so lange nicht auf der Arbeit erschienen, dass sie mich gefeuert haben. ETF? Jetzt war jemand anders dort die große Nummer und ich bin so klein mit Hut. Doch dann, wisst ihr, was mir meine Gattin dann gesagt hat? Zieh nicht so ein Gesicht. Du liebst die Arbeit. Geh los und such dir eine. Harte Worte, aber ich wusste, dass ich sie, dass sie recht damit hatte. Ich brauchte einen neuen Job. Willst du bei mir Cutter werden? Noch am selben Tag bin ich losgezogen, um mich auf dem Arbeitsmarkt zu präsentieren. Und dann, auf dieser Insel, fand ich meinen absoluten Traumjob. Viel Bewegung, viel Schweiß, jede Menge frische Luft. Hier, inmitten der freien Natur, habe ich eine gute, gesunde und ehrliche Arbeit gefunden. Wenn nur, tja, wenn diese Arbeit nur nicht so in die Knochen gehen würde. Oh. Gelegentlich wird mir die gesunde und ehrliche Arbeit einfach zu viel. Ja. Ob ich nach Capitabura möchte, um mal auszuspannen? Ja klar, wie kommt man denn da hin? Am besten über unsere goldene Röhre. Aber er sagt die ganze Zeit ehrliche Arbeit. Was hat er denn bitteschön Unehrliches in der Großstadt gearbeitet? Mit dieser Röhre gelange ich also auf jede Insel? Ach krass. Sehr weirder Typ. Ey, aber wo kriege ich denn jetzt meine Belohnung bitte? Vielleicht auf Capitabura, wenn wir gesehen haben, wo er hin ist. Ja, doch, hier, guck mal. Also das Spiel hat hier und da schon so ein paar seltsame Strukturen, an die man sich gewöhnen muss. Aber ansonsten ist es okay bisher, ne? Besser als Paper Jam wird's schon werden, Leute. Ach ja, danke für den Tipp. Der Wind hier fühlt sich toll an. Wenn er doch nur noch gegen den Schmerz helfen würde. Mario, Luigi, alles in Ordnung bei euch beiden? Wisst ihr, ich will hier einen Spa aufmachen, in dem sich jedermann entspannen kann. Wollt ihr vielleicht eine Testmassage? Wir sind nämlich noch kräftig am Rumprobieren. Aber natürlich, natürlich. Wie wär's, wollen wir uns nicht gemeinsam eine schöne Massage gönnen? Was zum... der Rücken knackst jetzt richtig. Ja gut, gab auch schon früher Massagen. Ich erinnere da nur an Superstar Saga, das war sogar ein bisschen pervers. Mario, Luigi, da kam so ein Lichtstrahl aus dem Connector-Bohr geschossen. Habt ihr das auch gesehen? Und das Beste daran ist, der Lichtstrahl hat die abgeschnittene Strömung wiederhergestellt. Sieht ganz danach aus. Aber was war das überhaupt für ein Licht? Also irgendwo habe ich sowas schon mal gesehen. Beim Gigaleuchtturm, oder? Stimmt, du hast recht. Das sah aus wie das Licht eines Gigaleuchtturms. Aber wieso kommt dasselbe Licht plötzlich aus dem Connector-Bohr?
Zwischen den beiden muss irgendeine Verbindung bestehen. Nun, was auch immer der Grund sein mag, das Licht scheint uns den Weg zu weisen. Davon bin ich überzeugt. Ich auch. Sicher gibt es einen Gigaleuchtturm auf der Strömung, die wiederhergestellt wurde. Und wenn wir diesen Gigaleuchtturm wieder in Gang setzen, dann ist es gut möglich, dass uns der Weg zum nächsten Ziel gewiesen wird. Im Gigaleuchtturm wimmelt es gerade nur so von Gegnern. Was hattest du überhaupt bei diesem Gigaleuchtturm zu suchen, Stromas? Nun, das war so. Als die Welt auseinanderbrach, saßen mein Vater und ich auf einmal auf Dschungelog fest. Vom Ufer aus konnten wir beobachten, wie all die anderen Inseln an uns vorbeitrieben. Wir begriffen, dass etwas Schreckliches mit Connectania geschehen war. Doch wieso war das Land überhaupt auseinandergebrochen? Wir beobachteten weiter das Meer auf der Suche nach einer Antwort. So merkten wir nicht einmal, wie plötzlich dunkle Schatten am Himmel erschienen. Als wir sie endlich bemerkten, war es bereits zu spät. Sie verschleppten uns zu einem der Gigaleuchttürme. Was ich dort gesehen habe, solch merkwürdige Kreaturen. Und dann, ich erinnere mich danach ehrlich gesagt nicht mehr an sehr viel. Was ist denn aus deinem Vater geworden? Oh, ich... Stromas! Bitte macht euch keine Sorgen. Meinem Vater geht's sicher gut. Es ist nur... Nein, schon okay. Bitte vergesst es. Gehen wir einfach zu diesem Gigaleuchtturm, ja? Wir erteilen diesen Kreaturen eine Lektion und stellen das Licht des Leuchtturms wieder her. Oh, da ist auch eine Nebenquest für uns. Oh, wir sind aber gerade bei diesem Riff. Das würde ich gerne jetzt mal abchecken, weil wie gesagt, es gab da ja so einen NPC in Schwankum, der darüber gesprochen hat. Ich wusste nicht, dass das tatsächlich was mit dem Spiel zu tun hat, aber offenbar ist dem so. Land in Sicht! Großkatzenjammerriff. OMG, es gibt wohl sehr, sehr viele Riffe zu entdecken. Ach, das sind dann einfach nur so Kunstwerke? Okay, aber das ist ja auch tatsächlich genau das, was sie gesagt hat, ne? Dass sie da so fasziniert ist, weil es so schön aussieht. Okay, alles klar. Also da geht's weiter. Und während wir da hinschippern, können wir ja die Quest machen. Danke, dass du mitgekommen bist. Hm? Was ich vorhin noch sagen wollte? Ey, sagt mal, Mario, Luigi, würdet ihr wohl für mich nach meinem Fernrohr suchen? Ich wollte euch keine Umstände bereiten, deshalb hatte ich anfangs nichts gesagt. Aber ich bin mir sicher, dass es noch irgendwo auf Dschungelog liegt. Oh, eine Mission mit einem Zeitlimit. Manche Missionen sind nur zeitweilig verfügbar. Schreitest du in der Story voran, sind sie ab einem gewissen Punkt nicht mehr verfügbar. Was eine der dümmsten Designentscheidungen ist, die ich jemals in einem Videospiel gelesen habe, aber okay. Wenn du also vorhast, sie abzuschließen, dann erledige sie, bevor du voranschreitest. Ja gut, aber ich habe jetzt unendlich Zeit, ja? Wenn ich nicht weiter mit der Hauptstory mache, passiert nichts. Ja gut, dann suchen wir das Ding mal. Ein Monster hat sich in unserem Lieblingsplatz breit gemacht. Was tun wir denn jetzt? Tun? Wir können eigentlich nur warten und hoffen, dass es woanders hingeht. Es wirkt fast so, als wollte das Monster irgendwas Wertvolles beschützen. Los, nichts überstürzen. Ha! Ich wusste direkt, wo ich hin muss. Dieses Ehepaar hier links, relativ am Anfang. Die wirkten besonders. Und sie haben tatsächlich mit dieser Quest zu tun. Hey, was glitzert da drüben denn so? Ist das etwa das Fernrohr, nach dem wir suchen? Mit Sicherheit. Komm her, Mann! Wow, 5? Ich glaube, das gab's früher nicht. Das ist ein neuer Rekord, oder? Finde ich jetzt aber ehrlich gesagt auch ein bisschen übertrieben. Brauchen wir wirklich 5 Gegner?
die noch nicht mal mit einem Hit safe down sind. Aber okay, ich glaube, ich sollte mit Luigi halt wirklich nur den Hammer benutzen. Oh wow, ein Runner-Pilz. Von so einer Lusche? Das ist chillig. Nicht mal Marios Konter killt. Belastend. Ja, aber jetzt haben alle schon so viel Damage, eigentlich müsste ein normaler Sprung reichen. Trotzdem, beim nächsten Mal sollte ich unbedingt am Anfang Luigis Hammer benutzen. Weil er hat den besten Hammer, wenn ich das richtig im Kopf habe aktuell. Und nicht die besten Stiefel. Ja, safe nicht, weil die hat ja Mario. Digga, was? Wie viel tankt der denn hier? Aber ordentlich Erfahrung. Beschweren kann man sich da eher weniger. Und jetzt, her damit. Wie es einfach noch 2 Sekunden gebraucht hat zu spawnen. Du hast Stromas Fernrohr erhalten. Prima, dann bringen wir das mal zu Stromas. Ihr habt mein Fernrohr gefunden. Vielen, vielen Dank. Das vergesse ich euch mein ganzes Leben lang nicht. Ich muss gleich ausprobieren, ob es noch einwandfrei funktioniert. Wie weit ich sehen kann. Ich bin echt froh, dass wir es für dich gefunden haben, Kumpel. Puh, zum Glück ist es nicht kaputt. Dieses Fernrohr, es weckt so viele Erinnerungen an meinen Vater. Auch heute keine Spur vom Connector-Bohr. Ja, und der Connector kann weiterhin nicht fließen. Das Licht des Leuchtturms hier ist ebenfalls erloschen. Dasselbe gilt vermutlich für die Giga-Leuchttürme. Was um alles in der Welt ist bloß geschehen? Ich mag kaum daran denken, doch ich fürchte, dem Connector-Bohr ist ein Unheil widerfahren. Das Erste können wir nur hoffen, dass Peretta einen Weg kennt, das wieder ins Lot zu bringen. Peretta? Du meinst die Vatanikerin? Genau, diese Peretta. Wenn etwas mit dem Connector-Bohr nicht stimmt, wird sie als Vatanikerin wissen, was zu tun ist. Es ist die Aufgabe der Vataniker, die Giga-Leuchttürme erstrahlen zu lassen. Was geschieht jetzt bloß? Wird unsere Welt jemals wieder wie vorher sein? Eine Welt ohne Connector ist wie, naja, wie du ohne Schnurrbart. Sind wir verloren? Gibt es gar keine Hoffnung mehr? Ich glaube, ohne Schnurrbart wäre ich nicht mehr ich selbst. Stromas. Diese Situation ist wirklich nicht ungefähr. Ohne ausreichend Connector werden die Lichter ausgehen. Und das wird üble Auswirkungen auf unser Leben haben. Bloß ein kleines Beispiel, aber stell dir nur vor, du willst einen Steckrettichkuchen backen. Dann geht plötzlich der Ofen aus und dein Kuchen ist noch nicht einmal halb durch. Die Welt ist zerfallen und wir wissen nicht, wie es um den Connector-Bohr oder um Peretta steht. Aber eins sollst du wissen, mein Sohn. Nur wer den Mut verliert, ist wirklich erledigt. Es sind Zeiten wie diese, in denen man nach vorne blicken und weitermachen muss. Wir finden einen Weg. Wir sorgen dafür, dass der Connector wieder ungehemmt fließen wird. Du hast recht, Fati. Wir lassen ihn wieder fließen, keine Frage. Das ist mein Junge. Oh! Vater! WTF? Und so geschah es, dass wir zu jenem Giga-Leuchtturm gebracht wurden. Oh, jetzt weiß ich's wieder. Mein Vater, er steckte mich in diese Kapsel, um mir die Flucht übers Meer zu ermöglichen. Oha. Verstehe. Vielleicht ist er noch immer auf jener Giga-Leuchtturminsel? Safe. Ja, so muss es sein. Wie er selbst sagte, in Zeiten wie diesen muss man nach vorne blicken und weitermachen. In diesem Sinne, auf zur nächsten Insel. Oh, Stromaslinse. Ein Ausrüstungsgegenstand. Ist der Preis? Gucken wir mal. Gewinnst du einen Kampf ohne Schaden zu erleiden, erhältst du 15% mehr Erfahrung. Oh.
Also gerade fürs Training ist das natürlich schon ein Banger, ne? Ey, ist da nochmal ein Riff? Ne, eine Insel. Aber warte, ich dachte, wir sollen zum Giga-Leuchtturm. Doch, das ist ein Riff. Grübelriff entdeckt. Ja, nice. Aber gleichzeitig ist hier auch irgendwo eine Insel. WTF, hä? Ja, da in der Mitte, ich seh's. Also das ist nicht der Giga-Leuchtturm. Ist halt die Frage, ob wir jetzt zu dieser Insel gehen sollen oder nicht. Egal, wir fahren erstmal weiter. Und ich möchte noch zu Baugustins Laden. Willkommen! Hier sind meine Waren, die sind der Hammer! Genau, er kann uns ja Sachen herstellen. Und da hat er auch ein paar interessante tatsächlich. Vor allem das hier interessiert mich. Aber ich habe gesehen, es gibt auch noch diese Option hier. Anfrage anhören. Falls irgendwo gute Materialien rumliegen, dann her damit. Ich baue fetzige Ausrüstung draus. Die Werkstatt. In Baugustins Werkstatt kannst du besondere Ausrüstungsgegenstände in Auftrag geben. Um dir von Baugustin etwas anfertigen zu lassen, musst du ihn auf Capitabura aufsuchen und Anfrage anhören auswählen. Bringe ihm anschließend die benötigten Materialien. Manchmal hinterlassen besiegte Gegner Materialien, die du für Ausrüstung benötigst. Halte also während deiner Abenteuerreise in Connectania stets die Augen offen. Sobald ein Ausrüstungsgegenstand einmal hergestellt wurde, kann dieser in der Werkstatt beliebig oft erworben werden, ohne dass du erneut auf Materialsuche gehen musst. Klingt super. Soll ich was basteln? Zwei Optionen haben wir hier. Kampflusthandschuhe. Die willst du haben, ja? Damit machst du zu Beginn des Kampfes extra viel Schaden. Die sind der Hammer. Dafür brauche ich noch was. Zweimal Schwankfels. Bringt mir das alles, okay? Dann kann ich einen Prototyp bauen. Aber habe ich doch. Mach. Okay, alles klar. Perfekt, ich mache mich gleich ans Werk. Dauert nicht lange. Aber nur mehr Schaden am Anfang des Kampfes? Das nehme ich direkt in mein Sortiment auf. Damit hat mein Laden noch mehr zu bieten. Danke. Ich guck gleich, wie viel. Aber Kampffrusthandschuhe gibt's auch noch. Was machen die denn? Mit denen nimmst du zu Beginn des Kampfes weniger Schaden. Ist das nicht super? Dafür brauche ich aber noch was. Oha, deutlich mehr. Aber es sollten wir trotzdem haben. Oder? Ja, schaut gut aus. Dann bau mal. Aber ich glaube, ich werde tatsächlich nichts ändern, oder? Weil wenn es halt nur am Anfang des Kampfes ist, weiß ich nicht, ob ich das so fühle. Da nehme ich lieber die Perma-Upgrades, die wir aktuell haben. Aber schauen wir mal kurz auf die Prozentangaben. ...20% mehr Pferd und 20% mehr Angriff. Ja, nee, ich glaube, wir lassen alles so, wie es ist. Ja, das riecht dann also nach neuer Insel im nächsten Part. Wenn ihr wollt, zeigt es mir mit einem Daumen hoch. Bis bald!